Hallo, da sind wir wieder bei Hogwarts Legacy und wir schauen mal, ob wir Professor Weasley hier finden können. Ich habe jetzt mal die Einstellung am Ton ein bisschen verändert. Ich hatte es die ganze Zeit auf Kopfhörer hier im Spiel gestellt. Ich habe es jetzt mal auf Audioanlage gestellt. Vielleicht ist jetzt die Stimme nicht mehr so hallig von ihm, von unserem Helden. Die war irgendwie die ganze Zeit so komisch, ich weiß nicht. Das hatte ich die ganze Zeit nicht. Ich habe es allerdings auch nicht am PC gespielt gehabt, sondern ich hatte mir extra die Playse wieder an den Fernseher angeschlossen, damit ich es in voller Größe genießen kann. Naja, wir gucken einfach mal. Ich hoffe, dass das jetzt okay ist mit der Stimme. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Okay, also die Stimme ist noch genauso beschissen wie vorher. Ich verstehe es gar nicht. Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor.
Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Okay, danke. Und jetzt muss ich leider Gottes nochmal in diese beknackten Einstellungen. Okay, dann machen wir mal Soundbar. Das hatte ich die ganze Zeit am Fernseher. Da war das eigentlich wunderbar. Mono ist aus. Kann man hier auch Ding? Normal, dass ich das anhören? Nein, ne? Okay. Hoffen wir mal, dass das jetzt in Ordnung ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Also ich kann da noch nichts ändern. Also ich habe mir es auch auf der Aufnahme angehört. Es hört sich auch auf der Aufnahme so hallig an. Verstehe es gar nicht. Rebellion. Na, sag noch mal was. Jetzt sagt er nichts. Nee, er will nicht. Sag doch was, Junge. Okay, dann halt nicht. Okay, wir werden ihn ja gleich reden hören, hoffe ich. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Also ich habe jetzt hier was gefunden, das da steht, dass das wohl ein Bug ist. Das mit dieser halligen Stimme. Aber ich verstehe es gar nicht. Ich meine, ich habe drei Charaktere vorher angelegt und mit denen gespielt und da war das nicht so. Warum ist das jetzt so? Ich verstehe das gar nicht. Das ist voll komisch. Kann man das irgendwie umgehen? Oh, bitte lass da nicht stehen, das Ding. Dass man neu anfangen muss. Sonst mache ich hier den Kotzeritus. Boah. Sorry, ich muss jetzt kurz gucken. Das regt mich nämlich mega auf. Robotic Soundfix. Schieberegler für die Stimmlage verschieben. Okay, probieren wir das nochmal. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber machen wir mal so, ganz tief. Warum muss ich diese Aufgaben erledigen? Mit Hilfe dieser Aufgaben sollen Sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Viel Glück, wir sehen uns bald wieder. Okay, das hat sich auch noch so angehört. Stellen wir es mal mittig. Oder soll ich das mal auf Standard wieder einstellen?
Ich mach mal auf Standard. Aber, nee, ich will keinen Untertitel weg. Tschüss. Warum muss ich diese Aufgaben erledigen? Mit Hilfe dieser Aufgaben sollen sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Viel Glück, wir sehen uns bald wieder. Ich verstehe aber gar nicht, warum das ist. Jetzt probiere ich mal, hier nochmal die Stimme so einzustellen, wie ich das möchte. Warum muss ich diese Aufgaben erledigen? Mit Hilfe dieser Aufgaben sollen sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Viel Glück, wir sehen uns bald wieder. Okay, Leute, dann muss ich leider die Standardstimme einstellen. Ich wollte ihn eigentlich schon so ein bisschen jünger klingen lassen, aber na gut, es ist halt so. Dann machen wir es auf Standard. So, und dann machen wir hier wieder aus. Und dann hören wir uns noch mal kurz was an. Warum muss ich diese Aufgaben erledigen? Dann müssen wir die Stimme jetzt so lassen. Sollen sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Viel Glück, wir sehen uns bald wieder. Das war jetzt zwar nicht das, was ich gerne wollte, aber gut. Okay. Na gut, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Lieber so, wie wenn es so rumhallt. Das hat mich mega gestört gerade. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Großartig. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Also ich habe auch nochmal geschaut, wegen diesem Schlossrätsel, diese Schlösser knacken. Es ist einfach so, dass man das auf Geschichte lassen muss oder Story lassen muss, damit dieses Rätsel sozusagen übersprungen wird. Also es ist im Prinzip eigentlich kein Rätsel. Es sind einfach nur die Sticks hin und her bewegen. Es ist nichts Weltbewegendes. Deswegen, ich lasse es jetzt so. Ja. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Sobald wir Alohomora verlassene Seele können, zu sehr aufgebracht. Werdet ihr verstehen, warum ich das so mache. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Weil es ist wirklich nervig. Und nu? Ach so, das war jetzt hier fertig, ja, die Quest. Okay. Gut, willkommen in Hogsmeade. Dann gehen wir mal raus. Gucken wir mal, ob Sebastian da rumsitzt. So, hier fliegt doch auch noch was rum. Irgendwo fliegt hier noch eine rum. Ja. Ah, da oben ist jetzt die Quest. Gehen wir erst dahin. Je, dafür. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht, aber einfach ist langweilig.
Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Alles klar. Wir machen das. So, 5 Bücher. 1. Geschafft. Fehlen nur noch heute 4. War ein guter das Tag. Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde zumindest ich es auch zurück wollen. Zumindest bis Gareth das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Florfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel lernen und von vorne beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein, tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Adieu. So, waren hier noch Kisten? Revelio. Ah, hier war noch was zum Decken. Ja, du bist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Also in vielen Kisten sind nur wirklich Umhänge, also diese ganzen Kleidungsstücke, die, naja, ich sag's mal, zu 99,9% wirklich nur kosmetischer Natur sind. Klar haben manche welche natürlich bessere Werte, aber naja. Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressidia Blum scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Posen als zahm bezeichnen. Revelio. Irgendwo klingelt es doch hier noch. Ist vielleicht oben. Das ist vielleicht hier oben. Yep. Sehr schön. So. Buch, wo bist du? Hier. Ach, hier. Perfekt. Ach, das war eine Handbuchseite. Ich brauche das. Ich brauche noch 2 Bücher. Revelio. Hier ist noch eine Kiste. Und hier haben wir noch einmal Lumos. Lumos! Das Bild kennen wir. Da waren wir gerade. Gehen wir schnell hin. Also wie gesagt, es ist immer ziemlich in der Nähe. Hier ist die Motte. Oder der Schmetterling. Es fehlt noch, das da drüben. Okay. Jede Woche bekomme ich einen Heuler von meiner Mutter. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Okay. Gut. Perfekt.
Auf geht's zurück. Hier ist noch ein Trüchen. Das nehmen wir mit. Wo war sie denn hier, ne? Ja. Gut. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Wenn deine Mitschüler nicht erfahren sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Ha, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Kann schon sein, aber ich bin Slytherin, Mann. Nun, du bist auch nicht die, für die ich dich gehalten habe. Deinem Tagebuch nach bist du furchtbar voreingenommen. Gut, ich bezahle dich. Aber du hast ja keine Ahnung, was ich als nächstes über dich schreibe. Ist mir relativ egal. Ich bin einfach zu gutgläubig. Rebellion. Levioso. Okay, irgendwie habe ich jetzt die Quest hier verloren. Aber ich habe gesehen, hier war noch ein... Genau. Da kommen wir später hin. Muss erstmal hier den Ausgang suchen. Eieiei. Gehen wir mal in die Aufträge und zack. Das Schloss ist so groß, da kann man sich so schnell verlaufen, wenn man die Wege nicht kennt. Angeblich hat Professor Heck. Rebellion. Hier ist ein Geheimgang. Und das ist auch der einzige Geheimgang, den ich hier gefunden habe bis jetzt. Also zumindest der hinter so einer Mauer oder so ist. Rebellion. Neulich hat Keeves mein Feder genommen. Mach dir das. An deiner Stelle. Ich bin sicher gar nicht. Na, sieh an. Rebellion. Also das hier ist so ziemlich der einzige Raum, in dem wirklich so viel nebeneinander ist von dem Sammelzeug. Hallo Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir?
Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Apropos nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Bei Merlins Bad, da, aus dem verbotenen Wald. Was passiert denn da? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben wir... Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Oh, daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, Sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade. Also wenn ich jeden Tag... Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Wenn ich jeden Tag diese Wege gehen würde, dann wäre ich... Das ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ja, ist so brutal, Herr. Ach so? Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Ha? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Ach, hier. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Mr. Moon! Der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demigeist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Ach, hier. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit. Tevelium. Aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Ach, hier. Ehrlich,
wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Also, wie machen wir's? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptam-Samen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Ich war an den Mittel. Privet. Aus Elfenwagen. Lumos. Okay, ich bin jetzt hier echt am Überlegen, ob ich erst das Sammelzeug hier einigermaßen abgreife oder ob ich hier gleich mit der Story weitermache. Ich glaube, ich sammle erstmal noch ein paar Sachen. Dann können wir auch uns zusammen ein bisschen Hogsmeade angucken. Okay. Bisschen, also wir müssen jetzt nicht hier jede Ecke erkunden, aber dass man so ein bisschen was erkundet. Rebellion. Oh, guten Tag. Okay, hier müssen wir eh hin. Da können wir dann kurz mit dem labern. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Wahrscheinlich. Aber ich gehe erstmal weiter. Irgendwo war hier noch eine Seite. Oh, habe ich die jetzt schon abgegriffen? Nee. Warte, ich sehe nichts. Irgendwo habe ich es doch gerade gesehen. Am Himmel. Da. Ach, hier. Rebellion.
Gerade jetzt am Anfang brauchen wir ein bisschen Kohle und auch ein bisschen Platz für das ganze Inventar, weil das können wir erst nach und nach erweitern. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir auch die ganzen Klamotten, die wir einsammeln, schnellstmöglich auch wieder loswerden. Lumos. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt gehen wir einfach mal da lang. Hier war auch noch Zeug drin, glaube ich. Ist der Knie vergessen? Rebellion. Einhorn. Sicher, aber Lumos. Diese Kisten hier, die können wir erst später aufmachen. Also was heißt später? Es ist gar nicht mehr so arg lang hin, aber da brauchen wir einen Zauberspruch. Okay, suchen wir erstmal den Schmetterling oder die Motte oder was auch immer es ist. Der ist hier um die Ecke. Da sitzt er. Lumos. Ah, da fliegt doch noch eine Seite rum. Das merken wir uns. Mir ist jeder Suspekt der Verteidigung gegen die dunklen Künste liegt. Woher rührt das Interesse? Romlet Gaunt hätte ihre eigene Mutter ausgepeitscht. Aktiv! Sehr, sehr gut. Ich glaube, hier an der Mühle war auch noch irgendwas. Ah, da. Komm her. Irgendwas. Also gerade am Anfang vom Spiel erkennt man wirklich alles. Und man sieht auch viel und denkt sich, oh, voll das Sammelkram. Aber dann zum Ende des Spiels hin wird es schon ein bisschen nervig, weil dann weiß man auch nicht mehr, wo war ich denn schon? Und also es war schon ein bisschen stressig, das ganze Zeug zu sammeln. Rebellion. Okay, da sind die Türen alle noch zu. Rebellion.
glaube, hier oben war auch noch eine Kiste, die man auch aufmachen kann. So, und jetzt sollte ich mal gucken, dass ich mich besser ausrüste und ein bisschen Zeug verkaufe. Rebellion. Sie freut sich bestimmt über meinen Sohn. So, hier in diesem Laden können wir die Frisuren ändern und die Haarfarbe, die Merkmale wie die Sommersprossen und all sowas. Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Ja, wir gucken mal rein. Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Auf jeden Fall erstmal die Augenfarbe, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich wollte die eigentlich noch heller. So richtig krass hell. Aber jetzt sieht man hier halt auch so schlecht, ne? Ich glaube, das ist gut. Haarfarbe. Einfach mal um zu sehen, wie das funktioniert. So, weiter geht's. So, da ist noch eine Seite. Ach hier. Ja, damit. Rebellion. Willkommen bei der Pippins.
Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich brauche bitte einmal Mega-Power-Trank und Edurus-Trank. Danke. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ich habe no money. So. Einmal kurz in den Himmel schauen, nicht, dass wir irgendwo eine Seite vergessen. Das war da, da war der Eberkopf, da sind wir vorhin schon mal vorbeigelaufen. Ich gehe aber nochmal rein. Denn der ist super. Also der ist so toll. Guckt euch den mal an. Hier ist ein Eberkopf. Hammer. Revelio. Diese Statuen werden erst später relevant. Warum klingelt es hier noch? Rebellion. Hier ist doch nichts mehr, oder? Hier noch was? Vielleicht draußen. Hm. Meine erste Anstellung war im Boden. Ich frage mich, ob sie den Teufel. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie.
finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. So, hier können wir ein bisschen den Stab anpassen, aber wirklich nur ein bisschen. Also es ist jetzt nicht hier wirklich interessant. Großartig, was wir machen können. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat, um ehrlich zu sein. Faszinierend. Wirklich interessant. Die Länge, ich weiß auch nicht. Also ich habe nichts gesehen, ob die Länge sich ändert. So grafisch oder so. Ich glaube, das ist einfach nur Spielerei. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Wirklich interessant. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay, so. Dann gucken wir hier noch schnell. Hier ist nämlich noch eine Seite. Revelio. Zack.
die Butterbierfässer. Und hier müsste noch was rumschweben irgendwo. Da. Zack. Okay, wie war das bei Zonkos? Ich glaube, bei Zonkos war auch noch ein bisschen was. Glaube ich auch noch was. Reveal. Okay, irgendwas zeigt es noch an. Nur wo? Nur wo? Es muss noch hier irgendwo im Laden, glaube ich, sein. Vielleicht ist es auch vor der Tür. Das kann natürlich auch sein. Okay, ich glaube, das ist vor der Tür. Jo. Okay, und wir können... Ah, da fliegt noch was. Da fliegt noch was. Okay. Kommt zu Papa. Okay, wir gehen noch ganz kurz in die drei Besen. Da kommen wir storymäßig später eh hin. Nehmen wir das Zeug auch gleich mit. Wenn wir jetzt hier schon sind, dann nehmen wir das mit natürlich. So, und hier muss irgendwo noch was sein. Ich weiß noch nicht wo. Da sind noch... Ah, Inventar ist voll. Shitty. Okay. Gut, dann gucken wir uns mal ganz kurz... ich drücke hier auch immer den falschen Button, ne? Hier wollte ich noch das bessere Zeug ausrüsten. Und zwar das hier. Dann... Ist halt blöd, dass man das für jedes Kleidungsstück extra machen muss. 21. Zähne. Die Hüte sehen halt auch alle doof aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den Schal finde ich auch unnötig. Okay, was haben wir da? Ja, der ist halt gelb, ne? Wenn der jetzt grün wäre, dann wäre es ja wenn's... Okay, aber so. Was haben wir da noch Schickes? Mit Fliege. Schicki. Aber ich bleib dann doch bei dem Outfit. Das finde ich irgendwie ganz cool, dieses Sportliche. Okay, dann machen wir hier noch ganz kurz einmal den Einsammler. Zack, zack. So. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal in den letzten Laden und dann verkaufen wir auch gleich das Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Rebellion. Ein neugieriger Geist. Thank you.
Revelio. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Okay, alles losgeworden, was wir nicht mehr brauchen. Haben wir noch eine neue Brille? Das ist, ich finde, es ist auch einfach alles zu viel. Es ist echt zu viel, was wir hier finden können. Ich finde das ein schönes obendrein, aber es muss nicht sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gib mir lieber ein paar, was weiß ich, zwei, drei geile Sachen. Schauen wir uns mal an, was wir anstatt haben. 5 Millionen Scheißsachen. Also. So. Gehen wir zu Sebastian. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, aber egal. Alle Wege führen dahin. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Ein Troll.
Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Reparo. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich schaue mal, was er will. Zum Glück haben Sie nicht mehr zerstört. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Na also, so gut wie noch. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Okay, können wir was verkaufen? Wir könnten das gleich wieder verkaufen. Das ist ja eigentlich Quatsch. Wir können es uns auch vorher anschauen, ne? Gucken wir mal, wie das aussieht. Naja. Ich habe schon Besseres gesehen. Oh, das sieht nicht schlecht aus, glaube ich. Obwohl, kommt ein bisschen pissermäßig rüber. Nee, gefällt mir nicht. Tschüss. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Revelio, ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie in meinem Laden um. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen.
Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Ja, aber erst hole ich mir da oben noch das Zeug. Moment. Da waren wir. Rebes. Und oben, da oben auch noch irgendwas. So abgeschlossen. Okay. Da geht's jetzt noch nicht weiter. Gut. Man kann so schlecht hier um die Ecke schauen. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das stimmt. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren.
Okay. Oh, und noch ein Level. Perfekt. Gut, es ist ein wunderschöner Ausstieg hier, um den Part zu beenden. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part von Hogwarts Legacy. Also bis dahin. Bye-bye.